Herzlich willkommen zum Prognosenspiel der VfL Wolfsburg gegen FC Bayern. Das Topspiel am Freitag, den 15.02. vom 22. Spieltag. Oha, das war die Schublade. Und meine eine wird von den in Weiß-Orange gespielt. Ja. Und die grünen Frösche werden von meinem Abonnenten. Oh, was ist das für ein Riese, Alter? Was ist das für ein Riese da? Der Schwabbel. Wer ist das? Naldo. Naldo, den habe ich auch in meinem Ultimate Team drin. Der ist übelst gut. Übelst gut. Ja, das können wir dann überspringen jetzt hier. Die ganzen Farce und so. Und werden die Bayern auch wieder bei diesem Spiel zeigen, was sie drauf haben. Und da Toni Kroos. Und der Ribéry. Da ist Alaba da. Und Robby, was war das, alter Junge? Robby, wieso hast du den nicht reingemacht? Robby Robano, alter Junge. Olic, der Ex-Bayern-Spieler ja jetzt. Oh, hier schön gesehen von Martinez. Auf Gomez. Und Bastian Schweinsteiger hier. Mit einem schönen Doppelpass. Und da fehlt Anja. Aber er kommt nicht durch. Weil die halt nicht so gut sind. Wie die Bayern. Ja, die werden wohl dieses Jahr auch. Oh, was ist das? Durst! Durst! Bring uns den Trost! Ja. Da kann sich Ölic gegen Alaba durchsetzen, aber auch nur. Hier Dante Maria. Oh. Oh. Kriegst du doch bald einen Abgang hier. Oh, der Alaba. Der Ala hier und Ala da und Alaba, Alter. Da, böses Ding. Und Martinez konnte das Ding gerade noch so entfachen hier. Und nahm schönes Ding auf Robben. Der kann sich gut durchsetzen und hier schönes Ding auf. Und Gomez. Oh, Gomi Gonzales. Ja, und hier schon die erste harte Chance für die Bayern. Boah, auch die Wolfsburger wollen zeigen, dass aus welchem Holz sie geschnitzt sind, wollte ich eigentlich sagen. Ah, da konnte sich. Was war das? Ja! Nein! Wussa! Ja, auch Wolfsburg will zeigen, wir sind noch da, wir geben nicht auf, auch wir wollen Meister werden. Und da kommt Durst. Und da kommt... Konnte sich Martinez nicht durchsetzen. Oh, Robby Robino. Alla hier und Alla da. Ja, der Ball ist ein Tier, Alter. Der hat mich aufgehalten. Das hätte 11 Meter gehen müssen. Dort, Diego. Die alte Granada. Da ist der Basti. Der Basti Schweinsteiger. Oh, schön. Ja, groß, oh, groß mit der Chance eben gerade für die Bayern. Meine Fresse, wie viel brauchen denn die Bayern noch, um zu zeigen, wer hier der Mann zu Hause im heimischen Garten ist. Robben hier mit exzellenter Technik. Oh,
Gomez! Oh, da müsste es aber nochmal eine Yellow Karte geben. Nein, es gibt nur die Ecke. Und Dante, Maria und Dante! Oh, der Ball! Dante! Oh! Oh! Verinha! Verano! Verini! Mascherini! Oh, alle hier und alle da! Ja, Zita! Nein! Diego! Diego Maradona! In einem schönen Links-Rechts-Spiel konnte er da alle austricksen und auch Neuer da ohne Chance. Ja, ich glaube, das war das erste Tor seit langer Zeit mal wieder. Dem sich die Bayern öfter ausstellen musste. War ein schönes Ding. Was? Was? Da war nix. Hallo. Ja, das war natürlich wieder klar, dass er hier... Wasa! Diego. Alter. Diese kleine Schwuchteljunge. Wahnsinn, Alter. Nochmal Diego. Ey, glaubt der kleine Hurenbock versucht hier Bayern zu zerlegen. Was? Er versucht Bayern zu zerlegen. Auf jeden Fall. Aber Bayern ist halt durch den kleinen Finger sehr geschwächt, ihm auch weh tut. Nur deswegen gewinnt er gerade. Sonst verliert er meistens immer. Guti. Dann mal weiter. Aber doch nicht so, Alter. Was war das denn jetzt? Jetzt hat Diego keinen Bock mehr. So. Ach, das ist im Moment müssen sich die Bayern echt was einfallen lassen. Was denn? Alter Junge. Und jetzt Verina. Aber Dante Maria ist da. Nichts gibt's hier. Oh. Alter, das... Schon wieder. Meine Fresse, Junge. Oh. Meine Güte nochmal. Ja, jetzt ist er aber drinne von Debasti Schweinsteiger. Ah, da wird er umgerubt. Er wollte eigentlich seinen Ballerina-Tanz machen. Sehen wir es nochmal schön. Zack, schön angenommen und da wo Platz ist, da schießt er hin. Der Schwassi. Der Schwassi Schweinsteiger. Und
wieder Glück. Und Alaba ist da. Alla hier und Alaba. Das ist unser Alaba. Oh, das war doch wieder zu doll, Basti. Oh, ich weiß auch nicht, für wen dieser Ball gewesen sein soll. Hier Arjen Robben. Oh! Da wird aber umgeholzt, du. Das gibt aber erstmal hier für Philippe. Ne? Für Philippe gibt es hier erstmal die Lokale. Da hat er den Robben auch umgeniedet. Und Bayern hier jetzt mit der Versuchung. Das gibt's nicht, ey. Guck dir das an, Alter. Das ist doch ein totaler Blödsinn, Alter. Mann. Das war nicht. Ey, der gibt was. Das gibt's nicht. Was war das denn, Alter, Junge? Geh doch mal eine hin da, Junge! Ach, jetzt hör doch auf, Alter, Junge! Ja, ich glaube mal auch, das ist auch wieder so ein Spiel, so ein Beschmuss-Spiel. Ja! Was? Fick dich! Das war kein Abseits, Alter, Junge! Oh, fick dich doch, Mann! Ich hab doch gar nicht auf mich gespielt, das war doch... Oh, Mann, ey, Ribéry und Ribéry! Wir sind doch hier und tralala. Wo spielst du hin, Boateng? Oh, ich glaube, ich bin schon ein bisschen mit Schugge. Die können nicht die einzigsten. Ah, jetzt hör doch mal auf, Alter. Es ist doch hier. Oh, Neuer, den hättest du auch aufnehmen können, Alter, Junge. Sollen der Scheiß, Junge. Oh. Meine Güte nochmal. Oh. Christ ist noch nicht mehr im Kopf, Alter. Mann. Bah! Das ist doch hier schon nicht mehr feierlich, Alter. Ja, und somit endet hier dieses traurige Spiel 3:1 für Wolfsburg. Also ich glaube nicht wirklich, dass das so ausgehen wird. Du hast einfach nur diesen Vorteil, dass ein kleiner Finger irgendwie total wehtut. Ja, das ist so ein kleines Hindernis. Das müsst ihr einfach gelten lassen. So. Wir beide verabschieden euch. Ich hoffe, es hat euch diese lustige Vorprognose so dort trotzdem gefallen. Und wir sind gespannt, wie das Spiel am Freitag ausgeht. Um 20.45 Uhr auf euren Lieblingskanal. Und wir beide sagen, ciao, ciao. Und tschüssikowski. Da ist der Barträger.